Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Samstag, den 28. September. Ja, ihr seht, ich bin immer ein bisschen durcheinander. Mir geht es auch immer noch nicht gut. Aber es muss mir gehen. Ich muss arbeiten, hilft überhaupt nichts. Aber ich habe jetzt erstmal Wochenende. Also Samstag und Sonntag, Gott sei Dank. Weil es ist schon, alles ganz allein zu stimmen, ist schon ganz schön happig, ja. Dann immer, wenn jemand nicht da ist, merkt man erst, wie viel Arbeit der einem abnimmt. Muss ich jetzt wieder merken, wie viel Arbeit mir mein Mann eigentlich abgenommen hat. Ist schon, ja, merke ich schon grammatisch. Jetzt muss ich halt alles alleine machen. Aber naja, es ist schon. Ist, wie es ist. Heute habe ich ein bisschen Kreuzweh. Also öfter mal was Neues, kennst du ja. Aber alles gut, wir können das schon hin. Jetzt habe ich erstmal Wochenende, dann kann ich mich ein bisschen erholen und dann geht's schon wieder. So, was mache ich denn hier für einen Blödsinn hier? Ich mache nur Krampf. So, wir machen Tagesenergie. Wir haben am Samstag Widerstand, Kummer und Schmerz. Also, ein Kummer und Schmerz Samstag. Schauen wir mal, wie der uns sich zeigt. Partner, unser Heim, unsere Gesundheit und Spiritualität. Also, okay. Das ist jetzt schon mal besser wie geglaubt, denn hier kommt die Gesundheit rein. Also Heim, Partnerschaft, Gesundheit, irgendwo in dem Bereich oder in allen oder in einem liegt Kummer und Schmerz in deinem Leben. Also hast du irgendein ein Problem, einen Widerstand, eine Blockade, eine Hürde, was wie auch immer du dir nennst. Und Kummer und Schmerz heißt, ist die Überschrift. Das kann aber von... Ich habe jetzt eine Magenverstimmung, wenn es jetzt um Gesundheit geht, bis ich habe Krebs gehen. Also das kann alles sein, alles was dazwischen liegt. Von ich bin jetzt über, ich habe einen grippalen Effekt, einfach weil es Herbst ist, oder ich habe was Schlimmes. Also das kann wirklich alles sein. Das ist genauso mit dem, der Partner ist ja auch bloß ein Beispiel. Das kann auch der Sohn sein, der Bruder sein und ich habe mich über, keine Ahnung, über die Nudeln mit dem gestritten. Das kann auch dieser Kummer und Schmerz sein. Es kann aber auch schon eine langwierige Sache sein, dass es einfach nicht mehr passt. Also ihr müsst es jetzt bitte nicht hier ganz groß sehen, je nachdem, wie es bei euch ist und je nachdem, in welchem Feld. Es geht um Gesundheit, es geht um Familie und enger Freundeskreis, es geht um deine Partnerschaft und um deinen Lebensweg. Also grundsätzlich um alles. In deinem Leben ist irgendwann noch Kummer, irgendwo noch Kummer und Schmerz und den gilt es jetzt anzusehen. Und ja, das sagen viele, ja, das ist auch die Zeit, da nochmal hinzusehen, da wirklich klar Stift zu machen. Hier geht es um Leidenschaft und um Benachteiligung. Benachteiligung der Leidenschaft, Benachteiligung von der Partnerschaft, vom Partner selbst, Benachteiligung von deiner Gesundheit in deiner kleinen Familie. Und das ist jetzt das Schöne, kommt aber Heilung hinein. Also nicht nur in die Familie, sondern in allen Themen. Denn hier haben wir Gesundheit und hier haben wir Heilung. Das sind die zwei Heilkarten, die ich in allen 118 Karten habe. Also die zwei Karten, die Heilung und irgendwas mit körperlichen und physischen, psychischen Problemen zu tun hat, sind diese zwei Karten, die das ansprechen. Und diese zwei Karten liegen in einer kleinen Tageslegung, in einer sehr positiven. Du bist irgendwo benachteiligt, heißt es hier, und das darf jetzt in Heilung gehen. Denn hier haben wir schon Gesundheit auf deinem Weg und die Heilung. Also hier verspricht man uns, Kummer und Schmerz können wir nun endlich ablegen. Können wir nun so bearbeiten, so loslassen, ziehen lassen, in die Einigung kommen und so weiter, dass es wieder schön wird. Und das ist doch eine sehr positive Nachricht. Wir haben hier die Manipulation. Wir haben hier das Sichtbar im Leben und die Angst. Und das ist, wie ich schon sagte, der 50% des Sehens ist 50% der Heilung. Denn hier kommt die Manipulation und die Angst, die nun sichtbar wird. Das heißt, die Gründe werden nun sichtbar. Die Gründe, warum ist es bei mir im Leben, in dem und dem Bereich, so wie es ist. Und das wird jetzt sichtbar. Das ist Benachteiligung, Manipulation oder Angst. Und in jeder, also gut, das ist jetzt meine Sicht. Ich bin weder Arzt noch sonst irgendwas, das ist meine Sicht. Jede Krankheit, ob physisch oder psychisch, die absolute Grundlage
als es irgendwann angefangen hat, war Angst und Manipulation. Meine Sicht, also außer du brichst deinen Fuß, dann hast du deinen Fuß gebrochen. Okay, hat zwar auch Gründe, aber lass mal das weg. Also du hast einen Unfall und was weiß ich, Hirnquetschung, dann ist das ganz schlimm und bestimmt keine Angst gewesen. Also du weißt, was ich meine. Aber grundsätzlich ist jede Angst und besonders, grundsätzlich ist jede Angst, jede Krankheit, ob du jetzt ein Depressionen hast, ob du ein körperliches Problem hast oder auch partnerschaftliche Probleme, Probleme in der Familie, die Grundlage, wenn du darunter gehst, ist immer Angst. Ich habe ein Problem mit meinem Kind. Warum habe ich ein Problem mit meinem Kind? Ich muss es erziehen, ich muss es großziehen, er folgt nicht, er macht nur Blödsinn. Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, dass es ihm nichts Gescheites wird. Ich habe Angst, dass er irgendwas Dummes anstellt. Ich habe Angst, weil irgendwas. Und wenn du zum Beispiel Magengeschwüre, und das ist zum Beispiel etwas, was man ja, landläufiger weiß, Magengeschwüre kommen von Sorgen. Von Sorgen, von Ängsten, von Nöten, die du nicht rauslässt. Menschen, die über ihre Probleme nicht sprechen, kriegen sehr oft Magengeschwüre. Die alles runterschlucken, kriegen sehr oft Magengeschwüre. Sitzt sich auf dem Magen, weiß jeder. Also das ist landläufig eigentlich bekannt. Angst. Manipulation. Halt den Mund, du hast hier nichts zu sagen. Du bist hier ein kleiner Angestellter, du machst, was ich sag. Und es ist egal, was da kommt an Benachteiligung oder, schluckst du nur als Angestellter runter. Weil du kannst ja nichts sagen, was machst du, kannst du ja nicht wehren. Dann gibt es toxische Partnerschaften und, Anmaß. Und alles schluckst du. Und dann kriegst du irgendwann Magengeschwüre. Das heißt, diese Grundlage ist Angst und Manipulation, weil du hast die Angst, dich zu wehren. Du hast die Angst, etwas zu sagen. Du hast ja nichts zu sagen. Weil du musst dann weitergehen. Ja, ich habe ja nichts zu sagen. Warum hast du nichts zu sagen? Ja, ich bin ja bloß der Angestellte. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Chef und Angestellter? Ja, der Chef hat was zu sagen. Wertschätzung, der ist mehr wert. Warum ist der mehr wert? Weil. Und ganz unten kommt dann immer Angst. Angst zu sterben, Angst zu verhungern, Angst, Haus zu verlieren. Also so, deine Eckpfeiler. Der Mensch hat so im Reptiliengehirn. Er will Unterkunft haben, er will was zu essen und noch irgendwas. Schlafen, essen und noch irgendwas. Ich habe es jetzt vergessen. Das sind die Grundpfeiler eines jeden Menschen. Und da bist du die Grundpfeiler, geht diese Angst immer runter. Zum Schluss heißt es immer, ja, ich bin, sterben, ja, genau, sterben will er nicht. Und es ist ja so, wenn du jetzt als Angestellter dich da wehrst, das nicht runterschluckst, dann verlierst du deinen Job. Wenn du deinen Job verlierst, verdienst du kein Geld. Wenn du kein Geld verdienst, verlierst du deine Wohnung. Wenn du deine Wohnung verlierst, musst du unter der Brücke schlafen, hast keine Decke und erfrierst. Schon müsst du wieder sterben. So weit geht es runter. Das macht unser Grundgehirn. Ich sage nicht gern Reptiliengehirn, das hört sich so doof an, als wenn wir Neandertaler wären. Nein, das ist der Grundaufbau eines Gehirns. Und das haben alle Tiere, ganz normal. Der Grundaufbau ist nicht zu sterben, nicht zu hungern und es irgendwo warm zu haben, je nachdem. Und daraufhin, da bis darunter, gehen immer alle Ängste. Also wenn du jetzt keine Angst hättest, zu verhungern, und du hättest jetzt keine Familie, gehen wir mal davon auf, dann wäre dir wahrscheinlich völlig egal, ob du einen Job hast. Weil da keine Angst entstehen würde. Weil dir wäre das wurscht, ob du verhungerst. Dir wäre wurscht, ob du stirbst. Wenn dir das egal wäre, wäre dir auch egal, ob du einen Job hast. Also, es wäre dir nicht egal, aber du hättest keine Angst davor. Um das geht es. Es geht um die Angst. Freilich möchtest du dann Luxus haben und bla bla bla. Um das geht es jetzt gar nicht. Es geht bloß darum, dass die Angst nicht da wäre. Und darum sage ich, jede Gesundheit, ist egal in welchem Bereich es ist, im Endeffekt ist es immer Angst. Und die Angst entsteht bei uns durch Manipulation. Wie oft oder wie viele Menschen sagen, wenn du das und das nicht tust, verlasse ich dich. Wenn du so weitermachst, dann wirst du schon sehen. Machen wir ja auch mit unseren Kindern. Du kriegst Hausarrest, wenn du das jetzt nicht machst. Das ist Erpressung, aber auch Manipulation. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du jetzt hier was Schönes machst oder das machst, was ich möchte. Auch Manipulation. Ob ich dann will oder nicht. Wir manipulieren alle. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich, wir manipulieren alle. Mehr oder weniger. Aber
Ja, vielleicht werden wir so beigebracht kriegen oder ich weiß nicht. Lass mal das dahingestellt, aber ich rede von richtiger bösen Manipulation. Also ich weiß, dass meine Frau und dass mein Mann Angst vor dies und jenes hat und dann schüre ich das halt einfach. Das ist absolute Manipulation. Auch was die Politik mit uns macht, mit hier, alles Krieg, C-Dingsbums wird alle, wir müssen alle sterben und was weiß ich, obwohl sie wussten, dass es nicht wahr ist und so weiter, was ja mittlerweile jetzt kein Schmäh mehr ist, sondern mit den Protokollen aufgekommen ist, dass die alles wussten, dass das C-Virus keine große Sache ist und dass alles völlig umsonst war und völlig überzogen war. Das wussten die alle, steht alles in den Protokollen drin. Also das war reine Manipulation der Menschheit. Angst schüren. Und das, genau das ist das Thema. Und dann spricht man diese Urängste an, also wie ich gerade vorhin gerade besprochen. Und das alles, das machen die Krankheiten. Also meiner Ansicht nach. Also Vergiftungen natürlich, also da will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass man, wenn man Luft und Wasser und so weiter vergiftet mit allem möglichen Scheiß, dass natürlich der Körper auch krank wird, ganz klar. Aber ein gesunder Körper kann ganz, ganz, ganz viel wieder gut machen. Und das Gift wird ja auch zum Beispiel wieder rausgeschwemmt. Also wenn das jetzt ist, ja, wenn sich täglich Aluminium in der Luft schwirbeln, ist es natürlich auch schwer für den Körper. Aber trotzdem, eine Vergiftung kann ausgeschwemmt werden und hat dann meistens keine bleibenden Schäden. Eine Angst steckt fest, die steckt im Körper. Die zirkuliert die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Das heißt, die kannst du zwar auch ausschwemmen, indem dass du es loslässt, aber da musst du erstmal drauf kommen, um was es überhaupt geht. Warum macht dein Körper solche komischen Sachen? Und jetzt wird diese Angst und diese Manipulation sichtbar. Das heißt, du hast endlich was in der Hand, wo du was unternehmen kannst. Wenn du nicht weißt, um was es geht, warum du krank bist, wenn du nicht weißt, warum deine Partnerschaft hinkt und nicht mehr so funktioniert, wenn du nicht weißt, was den Partner stört, oder du selber bei dir nicht nachfragst, was stört mich eigentlich, ich weiß bloß, du machst unglücklich, aber ich denke nicht drüber nach. Wenn du das nicht tust, wirst du nicht wissen, warum. Auch die Lebensgestaltung. Was erwarte ich vom Leben? Wenn du das nicht weißt, was möchte ich eigentlich, wirst du nicht glücklich werden, weil du dann das Leben eines anderen lebst. Da du triffst ja keine Entscheidungen und so weiter. Und das wird uns hier alles klar. Kummer und Schmerz aus, das heißt, wir finden raus, was macht uns Kummer und Schmerz? Und wenn du das weißt, bist du in der Selbstbestimmung. Denn dann kannst du was dagegen tun. Wenn du merkst, der Partner ist jetzt so todunglücklich, weil er einfach mehr Freiheit braucht, weil er sich zu eingesperrt vorkommt, weil er einfach mehr Männer, sagen wir mal, du hast Mann als Partner, mehr Männer um sich braucht, also diese Männerfreundschaft, die er leben will, die er früher gelebt hat und so weiter. Wenn ich das weiß, dass das der Grund ist, dann kann ich dem Partner diese Freiheit geben. Deswegen verliere ich ihn ja nicht. Er hat ja bloß mehr Freiheiten. Und ich habe dann automatisch auch mehr Freiheiten. Das darfst du nicht vergessen. Dass du umso mehr Freiheiten du deinen Partner gibst oder gewährst oder schenkst, gibst es blöd, aber umso mehr Freiheiten dein Partner lebt, umso mehr Freiheiten kannst du leben. Und das ist ja auch sehr positiv, selbstbestimmt, denn du kannst in dieser Zeit dann auch was sehr Positives für dich machen. Junge Leute, verliebte Leute machen das nicht, das weiß ich, das war ich auch, aber wenn du mal länger mit deinem Partner zusammen bist, ist das wichtig. Du musst dein Leben wieder leben, ganz wichtig. Und ich sage immer, du bist mehr Menschen. Du bist die Mutter, du bist der Partner, du bist aber auch noch ein eigenständiger Mensch. Und alle drei Leben gehören gelebt. Ganz wichtig. Du musst die Partnerin leben, du musst die Mutter leben, du musst aber auch dich leben. Das darf man nie vergessen. Und umso größer die Kinder werden, umso mehr kannst du wieder dich leben. Das darf man, also das ist, finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, was Liebe, was viele Frauen wirklich vergessen, aber auch viele Männer. Und viele Frauen für ihre Männer. Wenn die früher furchtbar gern angeln gegangen sind oder was weiß ich, wohin gefahren sind, das nicht mehr getan haben, weil Kinder da sind und Arbeit und bla bla bla, und jetzt werden die Kinder groß, dann gehören die auch wieder dahin, was sie gerne tun. Das ist wichtig für jeden Menschen, auch für dich. Gut, wir lassen das mal. Das Problem ist, sage ich nochmal, weil sich die Mädel gern einschränken. Und die bleiben dann in dieser Einschränkung drin haften. Und dann erwarten sie das von allen anderen auch. Aber das ist, ja gut, lassen wir das. Ich bin hier kein Eheberater. Jedenfalls werden diese Missstände werden sichtbar. Und damit kommen wir in die Heilung. Denn dann können wir was tun. Und darum haben wir die Grundkarten, die haben die Aussage ist, wie das Wochenende ist.
das Wochenende wird auf gesunden Füßen in einer heilenden Umgebung, wo jeder seinen Weg gehen kann. Und das leidenschaftlich. Da hapert es noch hinten und vorn, man muss noch ein bisschen was anschauen, aber es geht grundsätzlich schon in die Heilung. Wir sind schon auf einem guten Weg. Da dürfen wir jetzt weitergehen und wir werden noch mehr sehen. Ich mache so eine, die Arbeit an mir selber, jetzt wirklich, wirklich jahrelang schon. Und immer wieder kommt etwas, was ich nochmal hinschauen darf. Das ist eine Kleinigkeit. Also momentan kommen nur Kleinigkeiten, so, wo ich sage, habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht. Warum fällt mir das jetzt ein? Irgendwas, meistens ist irgendwas Negatives, aber eine Kleinigkeit, die früher nicht ins Gewicht gefallen wäre. Jetzt fallen sie ins Gewicht, weil die ganz großen Brocken weg sind. Aber da ist noch mehr. Und da sind, wenn du Gallensteine hast, es gibt Gallensteine, so große Brocken, und dann gibt es so Gallensand oder Gallenkies, oder wie das heißt. Das sind so kleine Dinger, die durch die Harnröhre dann rausgehen, die tun auch weh. Das ist genau so. Die großen Brocken sind jetzt weg, aber da sind so viele ganz kleine, die dann natürlich nicht mehr schwer sind. Wo ich jetzt zum Beispiel, jetzt war es erst ein Thema, dass das eine einzige Situation war das, und da war ich 13, 14, mit einem kleinen Mädchen. Da habe ich mich richtig schäbig benommen. Gegenüber dem kleinen Mädchen. Die Kleine war 3 oder so. Richtig schäbig. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist mir im Kopf geblieben, dass ich mich dem kleinen Kind da so benommen habe. Und das habe ich jetzt aufgearbeitet. Aber da habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht. Das war schäbig. Das war nicht richtig. Absolut richtig. Aber das fiel praktisch nicht mehr ins Gewicht. Aber jetzt kommt es wieder rauf, weil es mir immer noch im Magen, auf der Seele, was weiß ich wo lag, weil es immer noch da war. Heute verstehe ich das natürlich besser und ich weiß den Grund damals nicht mehr. Ich kann ihn mir heute vorstellen und ich kann mir das jetzt auch verzeihen und so weiter. Aber es ist eine Kleinigkeit. Und sowas kommt jetzt noch hoch. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein Brocken, keine Ahnung. Ich weiß keinen mehr, aber was weiß denn ich schon, was in meinem Unterbewusstsein alles herumspuckt. Und das sind so Sachen. Aber auch in der Partnerschaft, was man schon lange über den Teppich gehört hat, wo man schon lange nicht mehr drüber redet. Oder man hat jetzt schon, was weiß ich, 5 Jahre keinen Sex mehr gehabt, weil es einfach nicht mehr so ist und was weiß ich. Auch sowas wird wieder hochkommen, auch wenn es unangenehm ist. Das ist schon wieder ein großer Brocken, sage ich jetzt mal. Und. Aber hier dürfen wir weiter hinschauen. Und es kommen solche Sachen raus und ich sage nicht, ich mag es immer nicht so, ich darf da hinschauen. Ich kann da immer hinschauen, ich darf das immer. Jetzt wird es mir vor Augen geführt. Ich kann immer noch sagen, schiebe ich weg und gehe ins Bett und nehme Schlaftablette. Ja, kann ich machen. Und dann wird es mir aber wieder vor Augen geführt. Ich komme nicht mehr aus. Jetzt ist die Zeit, du kommst nicht aus. Es wird dir vor Augen geführt, auf irgendeine Art und Weise, was hier in dein Leben nicht passt. Und glaub mir, das wird sich noch eine Zeit lang ziehen. So, wirklich zu Ende. Ja. Energetisch. Es ist energetisch das Gleiche. Da kann ich gar nichts anderes sagen, als dass man es auch, dass alle Krankheiten körperlich, alle Partnerschaftsthemen und so weiter ja auch in sich behandeln muss. Und ich sage ja, Partnerschaftsthemen, du kannst den Partner ändern, du kannst bloß dich ändern, deine Einstellung ändern. Und wenn du jemand, ein Mensch bist, der klammert, dann lass deinen Partner los. Deswegen geht der nicht weg, aber du gibst ihm die Freiheit. Du lässt ihn los und ihr könnt wieder zueinander finden. Denn nur wenn du ihn loslässt, kann er wieder zurückkommen. Das ist immer solche Sachen. Also meine Mama hat immer gesagt, wenn du einen Mann haben willst, dann schick ihn weg. Ich habe das früher nicht verstanden, heute verstehe ich das. Und es geht hier wirklich um Selbstbestimmung. Du musst bei dir hinschauen, bei dir, immer bei dir, nie bei dem anderen, nie beim Kind, nie beim Partner, immer bei dir. Und natürlich auch in deine Gesundheit, in deine Heilung gehen, wenn du es in dir, du musst das in dir bearbeiten. Die Manipulationen und Ängste, die in dir sind, musst du bearbeiten. Und das steht hier wieder ganz groß auf dem Schirm. Und ich habe die Birgit Fischer gehört, dem Oktobervorschau. Was hat sie gesagt? Es geht um Partnerschaft im Oktober, hat sie gesagt. Ich habe keine Ahnung, aber hier liegt jetzt der Partner, hier liegt das Heim. Ja, natürlich. War eh gespannt, ob das bei mir auftaucht. Ja, es taucht auf. Also, und wir haben ja noch nicht Oktober, aber fast. Ja, komm in die Selbstbestimmung und du kommst nur in die Selbstbestimmung, indem du diese Fremdbestimmung, die in dir ist, auflöst. Und diese Angst ist eine Fremdbestimmung. Du bist von Angst bestimmt.
Du bist von manipulierter Angst bestimmt. Denn du musst dir so vorstellen, dein Grundgehirn hat Angst zu sterben, hat Angst unter der Brücke zu schlafen, hat Angst zu verhungern. Du lebst auf dieser Welt in einem Staat, wo du nicht verhungerst. Also wo du vielleicht ja, eine blöde Wohnsituation hast oder. Aber du musst nicht verhungern. Ich sage es mal, ich behaupte es jetzt einfach mal. Also ich wüsste es nicht. Es gibt ganz viele Stellen. Also ich sage mal, du musst nicht verhungern. Das heißt, dein Grundgehirn weiß es aber nicht, dass du nicht verhungern kannst oder nicht verhungern musst. Das heißt, sie wird dann immer trotzdem diese Angst stören. Und das ist dann manipuliert, weil das geht nicht. Also das geht schon, aber es passiert hier wahrscheinlich nicht. Das weiß aber das Grundgehirn nicht. Drum ist dieses auch diese Angstmanipulation. Weil ich verliere meinen Job, habe kein Geld, verliere meine Wohnung, habe kein Geld, kriege nichts zu essen, muss verhungern. Ist auch sowas. Das sind auch Manipulationen. Ja, und diese Manipulationen, die von Eltern, von Freunden, von Lernern, von Chefs, von Politik, von Ärzten gestört werden. Und ich habe es Ärzte extra gesagt, aber ich sage nicht, dass die das absichtlich machen. Die machen das nicht absichtlich. Nur wenn dir ein Arzt sagt, ach ja, ja, mit dem müssen sie jetzt leben, das kriegen sie jetzt nicht mehr weg. Also das ist jetzt so, ja, da müssen sie, das hat der Arzt mir gesagt, also das ist reine Manipulation. Er kann ja sein, dass er das glaubt. Aber mir sein Glaube überzustülpen und mir diese Mutlosigkeit zu geben und auszusagen, ist egal, was ich tue, ich kann das nicht mehr wegmachen. Das ist jetzt so. Ja, das, und vor allem, ich kann das auch nicht heilen. Das ist jetzt so. Damit müssen sie jetzt leben. Ja, ich rede von dem da. Finde ich unverantwortlich. Muss ich jetzt für mich ganz ehrlich sagen. Weil an diesen Satz knabber ich heute noch. Also den habe ich heute noch nicht ganz aus dem Kopf. Weil es einfach nicht stimmt, meiner Ansicht nach. Ich weiß, dass die Ärzte sagen, Rheuma und Arthritis kann man nicht heilen. Auf der anderen Seite habe ich heute erst ein Buch gelesen. Das heißt Arthritis heilen. Und die das wirklich zum Stillstand gebracht haben. Stillstand. Stillstand ist für mich in dem Fall auch Heilung. Ich weiß nicht, ob es zurückgeht, ob ich jetzt das jeweils wieder ganz normal ist, weil das ist ja zum Beispiel der Finger da, der ist ja ganz schäbs, die Hand ist ganz schäbs, ob das jetzt jemals wieder normal wird, weiß ich nicht. Aber um das geht es gar nicht. Es geht, der Arztaussage sagt, es wird immer schlimmer. Ich kann das nicht stoppen. Und das Buch sagt, man kann es heilen. Also man kann es stoppen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das geht. Weil sonst wird es keine Wunderheilungen geben. Und dieses Gespräch habe ich heute erst mit der Kundin gehabt. Weil für mich ist ganz logisch, wenn es Wunderheilungen gibt, es gibt Leute, die gehen mit irgendeiner todkranken irgendwas nach Lourdes und dann trinken sie von dem Wasser und sind gesund. Ich weiß, das liegt nicht am Wasser, das liegt an den Menschen. Die sind, können aufstehen, können gehen, sind nicht mehr blind und. Es gibt ganz viele Dokumentationen, wo... Also ich kenne jetzt eine von vielen, weiß ich auswendig, eine Frau, krebskrank, unreparabel, verweigert jegliche Chemo und geht zum Sterben praktisch, geht heim und sagt, mein letztes halbe Jahr verbringe ich auf dem Land und tue das, was ich schon immer wollte. So ein kleines Wochenendhaus auf dem Land und züchtet da Blumen. Und nach einem halben Jahr lebt sie immer noch, geht zum Doktor und der Krebs ist weg. Sie hat alles losgelassen. Die Frau hat alles losgelassen, hat damit abgefunden und hat nur noch schöne Tage erlebt. Nichts anderes wollte sie. Und war gesund. Und das sind so Sachen, wo ich sage, hallo, von wegen geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Und das beweist mir, dass nichts unheilbar ist. Es wäre auch für mich unlogisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich sage, jede Krankheit, jedes Symptom, ja, alles, was du hast, hat einen Grund. Auch psychisch, also ich rede jetzt auch von Kopfsachen und so, das hat alles einen Grund, warum es so ist und warum das passiert ist oder warum das ausgebrochen ist, was auch immer es ist. Das kann man alles rückgängig machen. Wenn du das Grund wegmachst, welcher auch es immer ist, dann kannst du das machen. Mag vielleicht mit Kopfsachen, also in manchen Sachen, ob es Kopf oder körperlich ist, schwieriger sein, das ist schon möglich, aber es geht. Also bin ich mir absolut, ich bin überzeugt. Und ich weiß, dass ich nicht drauf kam. Genau, Ärzte. Und darum halte ich solche Aussagen wie unheilbar
für sträflich. Ja, muss ich schon sagen, weil du unternimmst den Menschen jeglichen Glauben. Und der Mensch muss dran glauben. Er muss eine Hoffnung haben. Er muss sich innerlich aufbauen können, daran zu glauben, dass er gesund wird. Sonst wird er nämlich nicht mehr gesund. Und wenn du das zu Hause sagst, ja, was soll denn das? Also, habe ich den Arzt damals auch gesagt, so, ich finde das unmöglich. Ich glaube ich nicht. Ist nicht, das nehme ich nicht an. Habe ich dem Arzt damals gesagt. Habe ich knapper heute noch an den Satz. Ich sage das ganz ehrlich. Ja, das ist ja auch so. Ich bin so aufgewachsen, das ist Arztdenken. Ich bin aufgewachsen, der Doktor kann dich heilen, nimmst der Pille und bla bla bla, wie wir alle. Und da rauskommen und dieses ganzen Satz ungeschehen zu machen, ist richtig schwer für mein Gedächtnis, für mein, ja, was weiß ich, wo das drin hängt. Ich habe ihn schon ziemlich, aber trotzdem, er hängt mir immer noch nach, ich merke das schon. Und ich stemme mich wirklich mit allen dagegen. Nein, nein. Und wenn ich Unrecht habe, habe ich Unrecht, dann habe ich Pech. Aber ist es ja eh egal. Und so muss das sehen. Ist egal, welche Krankheit du hast. Wenn das unheilbar ist, ist ja eh wurscht. Wenn du dich dagegen stemmst und sagst, nein, glaube ich nicht. Und nicht blockierst. Das ist etwas, was ich auch lang gemacht habe, es blockiert habe. Also diese Aussage blockiert habe, das ist verkehrt. Die setzt sich nämlich fest. Die darf genauso da sein, die Aussage von dem Arzt. Der muss genauso ziehen lassen. Und wenn du dann Unrecht hast, ja, dann ist ja eh wurscht. Dann hat er halt recht gehabt, ja, Pech. Und wenn nicht, kannst du stoppen, kannst du gesund werden. Also darum sehe ich diese Aussagen ganz, ganz, ganz schlecht. Wenn der Arzt sagen würde, ja, wird sehr langwierig, ist ja auch sowas. Kann schon ein paar Jahre dauern, bis sie das im Griff kriegen oder was weiß ich was. Lass ihn mal noch eingehen. Aber du hast die Hoffnung. Und darum sagte ich Manipulation auch von Ängsten, auch von Ärzten, weil sowas finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Aber okay, ich will da gar keinen verurteilen. Er weiß es so, er hat so gelernt und er hat wahrscheinlich auch seine Beweise für sich so, aber ich nehme die halt einfach nicht an. Und wenn wir die ausmerzen, diese Manipulationen, wird das Leben immer leichter und immer leichter. Und das kann ich dir wirklich aus Erfahrung sagen von mir. Umso mehr du hinschaust, umso mehr du da durchgehst und dich mit dir beschäftigst, umso einfacher wird das Leben. Und für dich wird es einfach. Auch wenn ich jetzt krank bin und auch wenn mir alles wehtut und wenn große Sorgen im Grunde da sind und mein Mann nicht kann und eigentlich ist zum Heulen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und trotzdem sage ich alles gut. Alles gut, es wird irgendwie. Da bin ich überzeugt davon und das meine ich wirklich so. Ich bin überzeugt davon, dass das gut wird. Ist egal, um was es geht. Also ich schaffe das. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein innerliches Wissen. Und das kommt eben daher, weil ich ganz viele von diesen Ängsten schon bearbeitet habe, schon hingeschaut habe und ausgemerzt habe und auf mich selber zurückgefallen bin, auf meine eigenen Selbstbestimmung, auf meine Seele, auf mich selbst. Und da ist so viel Kraft da drin. Da kann ich wirklich draus zehren. Ich kann aus mir selber zehren, aus dieser Kraft aus mir. Es ist an solchen Tagen wie heute und gestern, wo man dann wirklich alles wehtut. Schon schwer, gebe ich schon zu. Ja, ist schwer. Aber trotzdem geht's. Man hat da seine Techniken. Also kriegst du alles raus mit der Zeit. Und ich kann aus mir schöpfen. Und ja, und ich weiß, ich weiß für mich ganz sicher, ich krieg das hin. Ist egal wie. Ich habe keine Ahnung. Aber ich krieg das hin. Dass alles wirklich gut wird. Und ich meine gut. Nicht nur besser oder sonst, sondern gut. Und das meine ich wirklich. Und das werdet ihr dann live erleben, wenn ich in 5 Jahren immer noch hier sitze und euch so ein Blödsinn erzähle, dann wird es vielleicht nicht mehr gut. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht. Dann erzähle ich euch einen anderen Blödsinn. Nein. Nein, aber ich weiß nicht. Die Zeit, dass es Zeit ist und Zeit und Jahre, das haut nicht hin. Das habe ich schon so oft probiert, das funktioniert nicht. Ich kann keine. Beim Kartenlegen, großen Kartenbild, ja. Da ist es so, das sage ich immer auch, wenn du zu mir kommst, so ein halbes Jahr, maximal ein Jahr. Aber dann ist gut mit dem großen Kartenbild, weil du bei jeder Entscheidung ja dieses Bild vertauscht. Bei jeder neuen Entscheidung stimmt das Bild nicht mehr. Und darum sind das immer so Eckpfeiler. Und darum kann dir auch kein Kartenleger genau sagen, du gehst morgen um 3 zum Bäcker. Das kann nicht sein, weil du das morgen um 3 erst entscheiden musst, dass du da hingehst. Und wenn du das um 3:30 erst entscheidest, dann stimmt das Kartenbild auch schon wieder nicht mehr. Und darum sind es immer so Eckpfeiler und so große Sachen stimmen, ja. Also so große Sachen vergehen nicht, wie wenn du so ein
Du sollst diesen Mann jetzt kennenlernen. Dann kann aber sein, dass der jetzt schon da liegt und du lernst ihn erst in 3 Jahren kennen. Das kann sein. Weil das eine Entscheidung ist von dir und von diesem Mann. Und du heute da eine andere Entscheidung triffst, er morgen eine andere Entscheidung, er läuft aneinander vorbei. Du übermorgen einen anderen kennenlernst, mit dem du dich mal kurzzeitig einlässt, überhaupt kein Vorwurf. Ja, dann siehst du ihn ja auch nicht in dem Moment. Und. Das heißt, dieser für dich bestimmte Mann, der kann 3 Jahre vorher schon in deinen Garten liegen. Und der liegt 3 Jahre da und du hast keine Ahnung, wer das ist. Hatten wir alle schon. Aber der kommt dann auch. Also wenn das so ein Seelenpartner ist und das sieht man irgendwo in den Karten, wenn der irgendwie ist, dann sieht man das und dann kommt der auch. Aber wann? Deine Entscheidung, seine Entscheidung, andersrum. Wann ihr halt so weit seid oder wann das Leben euch irgendwie zueinander führen kann. Aber jede Entscheidung ist eben, ja, ihr weißt. Und das stimmt alles schon. So große Sachen stimmen mit Sicherheit und die bleiben auch. Die bleiben auch nach einem Jahr liegen, ja, wenn es noch nicht da ist. Aber so kleine Entscheidungen wie du fährst wahrscheinlich in Urlaub fahren. Ja, du wirst in Urlaub fahren, steht da. Ist, wenn du in Urlaub warst, ist diese Gegebenheit, du wirst in Urlaub fahren, ja aus dem Kartenbild ja schon raus. Weil das ist ja schon geschehen. Das heißt, du entwickelst dich ja weiter. Das Kartenbild kann dann ja schon nicht mehr stimmen, weil die ganzen Vorbereitungen, die zum Urlaub geführt haben, die ja auch da drin liegen, Hektik, Stress, Geld sparen, was weiß ich, da liegt ja auch in diesem Kartenbild drin. Und dann warst du in Urlaub und jetzt ist aber der Teil von dem Kartenbild ja schon weg. Oder du hast eine andere Entscheidung getroffen und machst jetzt was anders. Dann stimmt der Urlaub auch nicht mehr. Und darum sage ich, also so großen Kartenbild hält nicht so lange, wie man gerne möchte. Bloß so Eckpfeiler, die bleiben. Das ist wie so ein Grundhoroskop. Wenn du so ein Grundhoroskop hast, dann hast du so Eckpfeiler in dein Leben, wo du zurückgreifen kannst. Wo du. Aber es sind wirklich nur Eckpfeiler. Nur wann die kommen, weiß auch kein Mensch. Das ist auch bloß etwas, wo du dich, was wahrscheinlich ist. Wenn du es nicht ganz vermasselst, so ungefähr. Aber ja, darum sage ich, Zeit ist immer so eine Sache. Also es gibt Hellseher, Kartenleger, die mit der Zeit richtig gut können, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bewundere ich jedes Mal, die wirklich Zeit können. Aber ich kann es nicht. Also ich weiß so großen Kartenbild, sage ich ja, so halbes, dreiviertel Jahr, passt. Bloß alles andere, und ich habe da schon mal nachgefragt, was mit der Zeit ist, ob ich das lernen kann. Dann hieß es, glitt weg? Nein. Und dann sage ich, andere können das. Ja. Ja, und ich kann das nicht mal lernen? Nein. Also es ist mir nicht gegeben, mit Zeit zu handeln. So Kartenbild, ja, das ist normal, das hat es mit Zeit wenig zu tun. Aber wenn ich jetzt sage, hier kommt dein Seelenpartner, dann kommt der auch. Aber ich habe keine Ahnung, Mann. Wenn er einen großen Kartenbild liest, sage ich ja, halbes, dreiviertel Jahr, irgendwo in der Zeit sollte er kommen. Ja, aber muss nicht zwingend. Weil gerade so, aber wenn der dir gegeben ist, dann kommt der auch. Aber habe ich dir gerade erklärt, mit verschiedenen Einflüssen kann natürlich sein, dass der dann doch später kommt. Aber der kommt dann. Also die großen Dinger bleiben, aber alles andere kann sein. Und wenn ich jetzt sage, in 5 Jahren habe ich es geschafft, sage ich das jetzt mal so. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf der anderen Seite sagt mein Ego, mein Kopf, mein Verstand, noch 5 Jahre? Wenn du es noch in 5 Jahren immer noch so ist, wie es jetzt ist, ja, dann kann ich nicht mehr. Sagt jetzt mein Ego. Aber mein Ego sagt viel, wenn der Tag lang ist. Darum lassen wir das mit der Zeit mal stehen. Aber ich bin sicher, ich schaffe das. Ganz ehrlich, ich bin mal ganz, ganz sicher. Und ich werde es euch berichten. Weil auch ich habe eine Lebensplanung und die solltest du auch haben. Ganz wichtig. Wo willst du denn hin? Und ist egal, wie alt du bist. Ob du jetzt 30 bist, 50 oder 70, ist vollkommen wurscht. Du solltest eine Lebensplanung haben. Wo will ich hin? Weil selbst wenn du 70 bist, ist dein Leben ja nicht zu Ende. Wer weiß denn, wann dein Leben zu Ende ist? Vielleicht wärst du ja 95. Dann hast du noch 25 Jahre. Ja, was tust du denn 25 Jahre, wenn du keine Lebensplanung hast, vor dir hin vegetieren? Verstehst du, was ich meine? Und darum brauchst du immer eine Lebensplanung, dass du eine Aufgabe hast, wo du darauf hinarbeiten kannst, was du tun kannst. Sei es mit deinen Enkeln, sei es, dass du dir ein Hobby suchst, du gehst fischen oder strickst oder ich weiß nicht, was man macht mit 75. Ich bin noch keine 75, dann weiß ich es nicht. Und es ist egal, wie alt du bist, du solltest irgendwo
einen Weg haben. Irgendwo, wo willst du hin? Der muss nicht großartig sein, der muss nicht weltbewegend sein. Aber es soll irgendwo ein Plan sein, dass du wohin arbeiten kannst. Das ist immer ganz wichtig, ein Ziel zu haben. Immer. Und nicht mit 65 oder 67, ich bin jetzt in Rente und jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich kein Ziel mehr. Das ist Unsinn. Also viele Rentner fahren ja in Urlaub dann, die gönnen sich dann und so weiter. Das ist ja auch ein Ziel. Das ist genauso ein Ziel. Wir fahren jetzt dreimal im Jahr im Urlaub oder kaufen unseren Wohnwagen und fahren rum oder feiern, keine Ahnung was. Ist alles ein Ziel, ist alles völlig in Ordnung. Aber nicht, es ist vorbei und ich sitze jetzt hier. Weil das habe ich bei meiner Mama gesehen. Die hat ihre Selbstständigkeit aufgegeben und war dann in Rente, hat von uns die Rente bekommen. Also sie hat von uns eine Leibrente bekommen, meine Mama. Von uns drei Kindern. Neben ihrer kleinen Rente, viel hatte sie nicht. Und dann saß sie bloß noch zu Hause. Dann saß sie nur noch zu Hause. Und ich habe zugesehen, wie die Frau alt geworden ist. Meine Mama war immer lebenslustig und alles Mögliche. Aber ich habe zusehen können, wie meine Mama alt geworden ist. Und dann habe ich gesagt, Mama, geh mal wieder raus. Die war viel unter Leute und so weiter. Nee, was soll ich denn? Ja, zum Schluss war sie dann im betreuten Wohnen und ist in sich zusammengefallen, weil sie kein Lebensziel mehr hatte. 100 Pro. Sie hat am Anfang, das darf ich jetzt nicht, da lüge ich jetzt gerade, weil am Anfang war sie ganz oft noch bei mir, waren meine Kinder noch klein, und hat mir dann gerade in so Stoßzeiten wie Weihnachten oder so sehr geholfen. Da war sie 6 Wochen jeden Tag bei mir dann gekocht und so weiter, weil ich den ganzen Tag im Geschäft war und hat sich um die Kinder gekümmert. Aber sobald die Kinder größer waren, war es dann vorbei, brachte ich sie ja nicht mehr und musste sie auch nicht mehr bitten zu kommen und so weiter. Und da war es dann vorbei. Und das fand ich nicht gut, habe ich bei meiner Mama immer gesagt, ich finde das überhaupt nicht gut, was sie macht und nur noch rumsitzen und nur noch daheim. Die saß nur noch in ihren Stuhl und hat Fernsehen geschaut. Mal einen Socken gestrickt, aber das war es dann schon. Also es, und ihre 5 Katzen, ja. Aber das allein war es ja auch nicht. Also es war, ich wollte ja dann einen Hund kaufen, das wollte es dann auch nicht. Nee, weil sie kein Ziel mehr hatte. Kein Lebensziel. Ja, ich musste auch sagen, ihr Lebenspartner ist dann gestorben auch. Die waren sehr, sehr lange zusammen, über 30, 35 Jahre. Und ja, das hat es natürlich zurückgehauen. Ja, aber klar, aber trotzdem. Und darum ist egal, du bist, ist egal wie alt, du brauchst ein Lebensziel. Und ist egal wie alt du bist, du kannst gesund sein. Und da bin ich überzeugt davon. Also lass dir auch von keinem Arzt was anderes sagen. Du kannst so viel für dich selber tun, für deine eigene Gesundheit. Dich irgendwie fit halten, irgendetwas tun. Das ist Selbstbestimmung. Nur der Drops vom Doktor alleine hält dich vielleicht über Wasser, aber macht dich nicht gesund. Da musst du schon auch was tun dafür. Auch wenn wir das immer nicht hören wollen. Aber ich glaube, das weiß ja auch jeder selber. Okay, also hier kommen wir in die Heilung, wenn wir möchten, weil wir sehen, was los ist. Weil wir sehen, wo es hapert und dann wirklich drüber reden können oder das ausmerzen können oder auch bei uns anschauen müssen, können, dürfen und das dann so in die Heilung bringen, dass wir wieder glücklich leben können. Das war jetzt wieder lang, ich wollte gar nicht so lang sprechen, aber ja, vielleicht wird es um Heilung gehen, und weiß man das ja momentan ja wirklich mein Thema ist hier. Bei mir geht gerade die Sache Gesundheit alles drunter und drüber, aber was soll's, wir kriegen das hin. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest.
Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.